Meine Güte, da bin ich doch schon wieder überfragt. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir das gerade eben schon ausprobiert haben. Hunger? Warte. Vielleicht können wir ja auch die Sardelle mit dem Nadelhaufen benutzen. Vielleicht kriegen wir da ja was Gutes, Ordentliches raus. Das nennt man. Hier ist der Hauf. Der Haufen für den Rest ist. Ja, überall. Entschuldigung, ich habe das weggeklickt. Weil ich merke, so, das klappt nicht. Und dann drücke ich es immer aus Versehen weg. Es tut mir echt leid. Der Haken. Ein Haken geht nicht. Auf dem Müllberg geht auch Komm, nicht. Fischief. Er sieht sie. Wir müssen. Ah, vielleicht Das die. Auge muss. Vielleicht die Phosphorzuckerwatte mit dem Haken. Komm, Fisch. Ist. Das ist ein Beichenritzel. Was machen wir denn mit dem Haken? Strohhalm. Keine. Ich. Auch nicht, das Ein. auch. Irgendjemand will wohl, aber so. Ich bin. In cool. Ich bin wie Herpes in cool. Komm, Fisch. Er sieht. Vielleicht kriegen wir seine Aufmerksamkeit, wenn wir die Sardelle essen. Ich glaube ja nicht. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Iss ruhig. Iss ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Sie schimmert leicht im Dunkeln. Nein, 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 nein. Oh, ich Depp. Aber was könnte man denn sonst Zum machen? Angeln bräuchte ich erstmal ein. Alles klar, ich habe die Stöcke ausgetauscht. Doof. Strohhalm. Keine Chance. Ich Vielleicht, wenn wir sie. brauche ich. Hey. Vielleicht, wenn wir sie ausgetauscht haben. Gut, auf. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Komm. Puh, er sieht sie anscheinend gar Er nicht. sieht sie nicht. Haben wir hier noch die Phosphorspur? Können wir vielleicht das mit der Phosphorspur? Ey, ohne Scheiß, das ist doch. Aber mit der Zuckerwatte will er es nicht. Ey, das ist so. Komm, Fisch. Nee, Puh, er sieht es anscheinend. Oh mein Gott, so einfach. es werde Licht. Das war doch so klar. Komm, Fischi. Hier bin ich, hinter dem gesprungenen Fenster. Oh mein Gott. Dummes Viech. Oh mein Gott, der arme Wal. Hochbootwrack, das war echt. So. Oh, hier haben wir einiges. Ein Boot, eine Truhe zum Kutter, Boot. Das ist alles das Boot. Hier haben wir aber die Truhe, hier haben wir was auch noch zum Boot gehört. Boot, Boot, Boot. Gehen wir doch mal zum. Na, gehen wir noch nicht zum Kutter. Gucken wir doch erstmal Truhe. Gucken wir mal, was da drin ist. Zugesperrt. Kein Vertrauen, diese Piraten. Ein harmloser Lastenkutter. Die perfekte Tarnung für Piraten und Menschenhändler. Habt ihr es eben hinten gesehen? Da hat man noch mal was gesehen. Ich bin ja sehr stark an einer Theorie dran, wie wir hier entkommen. Ich weiß, glaube ich, auch, wer hinter dieser Tür ist. Na, wen haben wir denn da? Willkommen auf Bosos Müllkutter. Ich bin Boso. Nicht schießen! Ich bin unbewaffnet! Was? Ich hatte nicht vor zu schießen. Ich will keinen Ärger. Ich nehme nur meine Freundin mit und gehe wieder. Kein Grund, gewalttätig zu werden. Das ist also die Elysianerin, von der du erzählt hast? Doc? Was machst du denn hier?
Wurdest du etwa auch von diesem Piraten entführt? Haare aus! Ich werde dich retten! Was soll denn das? Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch niemanden entführt. Gut. Das war einfach. Ich habe sowieso keine Zeit. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Was? Warum sollte der Organon Deponia sprengen? Genaueres darf ich nicht verraten. Ich bin da einem riesen Komplott auf die Spur gekommen. Ich will euch da nicht mit hineinziehen. Du weißt es selbst nicht, stimmt's? Auch das ist geheim. Nur so viel. Ich muss einen Weg finden, Goal aufzuwecken. Na, da bist du bei mir an genau der richtigen Adresse. Ich kenne mich gut mit Hirnimplantaten aus. Wie ich? Bestimmt ist die Datasette beschädigt. Zeig sie mal her. Einfach den Eject-Knopf drücken. Halt dich zurück. Dann gibt es auch kein Blutvergießen. Blutvergießen? Meine Güte, für wen hältst du mich denn? Ich wollte doch nur helfen. Natürlich. Ach so, wir können ja jetzt interagieren. Okay. Ich kann gerade nichts tun. Da. Okay, klicken wir einfach mal drauf. Fast fallen gelassen. Jetzt mal immer langsam mit den jungen Pferden, Jungchen. So eine Datasette muss mit Liebe behandelt werden. Ein Kratzer und deine Freundin ist reif für den Biomüll. Keine Sorge, sie ist in guten Händen. Hast du die Datasette? Na klar, hier ist sie. Das war der schwierige Teil, richtig? Lass die Scherze und zeig her. Ah ja, und deine Diagnose? Die Batterie ist alle? Tja, dann kann man wohl nichts mehr machen. Wir sollten das Ding verschrotten und... Warte mal, du ziehst mich doch nur auf, oder? Da ist ja nur Staub auf den Kontakten, nichts weiter. Und du bist voll drauf reingefallen. Na, das sollte ja nun wirklich kein Problem sein. Reinige die Kontakte und leg sie wieder ein. Du meinst, ich soll Staub wischen? Du klingst wie meine Ex-Freundin. Hast du die auch verschrottet, weil ihre Batterie alle war? So ähnlich. Okay, dann melde ich mich jetzt mal wieder richtig zu Wort. Hier haben wir den Doc und wir haben Kapitän Boso. Und der gefällt mir, seine Stimme gefällt mir und der Charakter höchstwahrscheinlich auch. Also, er gefällt mir, aber höchstwahrscheinlich ist das ein sehr, sehr cooler Typ. Wir haben die Datasette, wir haben die Backup-Datasette. Wir sollen Staub wischen. Wischen, nicht wichen. Staub wischen. So, wir gucken dann erstmal rum, ob wir vielleicht hier irgendwas Nützliches zum Staubwischen finden. Wir finden einen Schlüssel. Der ist für die Truhe. Probieren wir doch mal, den Schlüssel zu holen. Der könnte zu einer Seetruhe oder so gehören. Oder zum Kerker im Rumpf dieses Schlepperschiffs. Ach, dieser Boso macht mich wütend. Aber warum? Boso ist so lieb. Hey, du hast meinen Schlüssel gestohlen. Und du hast meine Freundin gekidnappt. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Ich kann sie ja gerne wieder nach draußen in die Kälte legen, wenn dir das lieber ist. Und wie willst du das anstellen, so ganz ohne Schlüssel? Kein Problem. Meine Tür ist immer offen. Dann wundert dich auch nicht, dass dir ständig Sachen geklaut werden. Oh Mann, sei doch nicht so böse zu meinem Boso. Der Staubwedel ist mir aufgefallen, dass wir hier runtergelaufen sind. Gucken wir ihn doch mal an. Genau, was ich brauche. Jo. Ich würde den Wedel nicht nehmen. Ich benutze ihn immer zum Auswischen der Trankessel. Klingt doch gut. Wenn er einen Kessel sauber bekommt, dann ja wohl auch so eine mickrige Datasette. Ich weiß schon, was ich tue. Wollen wir das jetzt einfach mal an der Stelle probieren? Ich glaube, hier kann man nichts falsch machen und das Spiel damit verhauen. Probieren wir es einfach mal. Goals Erinnerung an mich ist darauf gespeichert. Vorsicht ist also geboten. Ach, das ist ja nur ein kleines Stäubchen. Das haben wir im Nu wieder sauber. Was haben wir denn hier? Wir haben den Leseknopf, der ist sauber. Was haben wir noch? Wir haben den Chip, der ist sauber. Kontakte, die sind staubig.
So, Staubwedel. Die Gittebä. Der Wedel hat alles vollgestaubt. Und, oje, Fettfleck. Da muss ich wohl nochmal rüber. Oh, Kacke. Staubig, staubig, fettig. Verlassen. Noch ein Fettfleck. Yeah. Fettig. Staubig und fettig. Staubig. Nicht gut. Staubig, fettig. Staubig, fettig, fettig. Höchstwahrscheinlich ist es ein Rätsel und wir können noch mehr Sachen dafür gebrauchen. Deswegen hoffe ich einfach mal, wenn wir verlassen, dass wir das Rätsel nicht lösen. Bitte, 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 bitte. Nein, okay. Super. Gut. Wir haben es nur noch schlimmer gemacht. Verdammt. Okay, wir haben aber den Schlüssel. Dann gehen wir doch mal raus. Und Bosos Schlüssel mit der Truhe. Vielleicht kriegen wir was Tolles aus der Truhe. So, offen. Der Schlüssel kann weg. Truhe. Was haben wir denn da? Ein kleiner Pinsel, ein Mini-Blasebalg, eine Packung frische Tücher, original verpackt. Puh, was für ein unnützer Krempel. Ich will eine Datasette reinigen und keine Puppenstube einrichten. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Eine Drahtbürste und eine Flasche Fettlöser. Den Mädchenkram lasse ich mal drin. So, wir haben eine Drahtbürste. Fettlöser. Vielleicht können wir die beiden... Das habe ich schon abgestaubt. Das habe ich schon abgestaubt. Fettlöser und damit bekomme ich... Okay. Probieren wir es. Wir gehen lieber rein. Zum Reinigen. Probieren wir es doch nochmal. So. Nicht gut. Scheibenkleister. Die Drahtbürste? Auf Goals Bewusstseinschip? Nur im absoluten Notfall. Nein, das habe ich schon abgestaubt. Was für eine Sauerei! Oh mein Gott. Ich hoffe, das gehört so. Vielleicht hätte ich mir die Finger... Staubig, fettig und verätzt. Und wieder Staub. Perfekt. Oh nein. Nur im... Ach du Großen, staubig fett. Ui, hier geht gar nicht gut, dass ich noch einen... So, das ist der absolute Notfall. So gut wie neu. Jawohl. Ja, diese Kratzer da könnten auch woanders herkommen. Oh Gott, hoffentlich klappt das. Hast du die Kontakte schon gereinigt? Yep. Alles sauber. Sehr gut. Dann zeig mal her. Moment mal. Waren da vorher auch schon diese Kratzer drin? Was? Ach die. Die sind mir vorhin schon aufgefallen. Unglaublich, wie die jungen Dinger heute mit ihren Gehirnimplantaten umgehen, hä? Ja, und ohne sie aus dem Laufwerk zu nehmen. Wirklich unglaublich. Naja, so ein paar Kratzer. So gravierend sind die nun auch wieder nicht. Apropos gravierend. Hat da jemand seinen Namen und ein Herzchen eingeritzt? Nein. Gib mal lieber wieder her. Das wird schon passen, oder? Muss ja. Okay, bevor wir... Okay, er setzt ein. Was? Wo bin ich? Cletus? Bist du das? Nein, Moment. Du bist Olfi. Rufus. Ich erkenne dich. Ich war in einem Saal und dann in einem Krankenzimmer. Und da waren noch andere Leute. Deponianer. Es ist also wahr. Deponia ist bewohnt. Der Organon hat uns belogen. Ich muss Cletus kontaktieren. Tja, das ist fast eine gute Idee. Leider nur fast. Dein sauberer Verlobter macht gemeinsame Sache mit dem Organon. Cletus macht was? Oh, mein Kopf. Vielleicht setzt du dich erst einmal hin. Ich sitze doch schon. Keine Sorge, Baby. Ich erkläre dir alles.
Okay, wir nehmen die ganze Sache mal ernst und machen mal nicht sowas, sondern... Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Das machen wir später, das machen wir später. Erst machen wir mal... Dein Implantat war kaputt. Dein Implantat war kaputt. Der Sturz vom Organon-Kreuzer ist ihm nicht gut bekommen. Die Organons haben mich vom Kreuzer gestoßen? Naja, ja. Schrott sei Dank konnte ich alles reparieren. Eigentlich habe ich die Reparatur geleitet. Sicher hast du das, Opa. Jeder schneidet sich gern seine Scheibe ab. Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder... Und jetzt ist alles wieder gut? Genau. Okay. Kletus ist ein Verräter. Kletus ist ein Verräter. Er kollaboriert mit dem Organon. Natürlich tut er das. Der Organon eskortiert uns auf unsere Erkundungsmission. Ja schon. Aber irgendwie hat Ulysses ihn dazu gebracht, seinen Bericht zu fälschen. Er wird dem Ältestenrat empfehlen, Deponia zu sprengen. Obwohl der Planet bevölkert ist? Dieser miese Scharlatan. Sag ich doch. Okay, dass Goal ihm direkt glaubt, ist ein wenig komisch. Ich meine, Rufus redet ja über ihren Verlobten. Aber, naja, dass sie halt einem Wildfremden, in Anführungsstrichen Rufus, da glaubt, naja, vielleicht wird sich das später noch auflösen. So, der Organon will Deponia zerstören. Der Organon will Deponia zerstören? Das weiß ich. Darum sind Kletus und ich ja hier, um zu überprüfen, ob Deponia wirklich unbewohnt ist. Aber Deponia ist nicht unbewohnt. Und Ulysses will das vertuschen, damit er Deponia trotzdem sprengen kann. Das müssen wir unbedingt verhindern. Mein Reden. Genau, das müssen wir verhindern. So, jetzt kommen erstmal ja, ein paar Macho-Sprüche und etwas Lustiges. Mal sehen, ich hab dich gerettet. Ich habe dich gerettet. Ich kann mich an kaum etwas erinnern. Auch nicht, wie ich dich aus den Klauen des Organon befreit habe? Da war dieses Transportband. Und hey, du warst auch da. Du saßt an diesen Hebeln. Oder wie ich dich gesund gepflegt habe. Ich erinnere mich an einen beißenden Geschmack auf meiner Zunge. Und wie ich dich um den halben Planeten getragen habe. Warte mal, gab es da einen Kran? Tja, offenbar kannst du dich an gar nichts erinnern. Aber sei's drum. Du kannst dich ja auch später noch bedanken. Also, du wurdest von einem Piraten verschleppt. Du wurdest von einem Piraten verschleppt. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich bin ein einfacher Schrotthändler. Ich wollte nur helfen. Keine Sorge, ich behalte ihn im Auge. Er wird dir nicht wehtun. Natürlich nicht. Wie käme ich denn auch dazu? Siehst du? Ich beschütze dich. Oh, der Arme. So, genug geredet. Jetzt wird gehandelt. Genug geredet. Wir müssen den Organon daran hindern, Deponia zu zerstören. Am besten, du nimmst mich mit nach Elysium. Dann können wir deinen Leuten die Wahrheit sagen und alles wird gut. Richtig? Genau. Echt jetzt? Du nimmst mich mit nach Elysium? Warum denn nicht? Alles, was wir brauchen, ist ein perfekter Plan. Da bist du bei mir genau richtig. Perfekte Pläne sind meine Spezialität. Okay, lass hören. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen wegen den beiden Herren. Die sollten auf jeden Fall dabei sein. Wir sollten den Kutter flugtauglich machen. Alles, was wir dazu brauchen, finden wir in den Müllbergen. Das Kerosin können wir aus dem Organon-Kreuzer abpumpen. Dann brauchen wir nur noch ein großes Katapult und mehrere Tonnen Kautschuk. Wäre es nicht einfacher, wenn wir dich als Kletus ausgeben? Du siehst ihm sowieso zum Verwechseln ähnlich. Ich weiß nicht. Ich habe einen viel durchtrainierteren Körper. Wir überwältigen ihn und kehren gemeinsam nach Elysium zurück. Das könnte klappen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Und was ist mit uns? Ach, ihr? Keine Sorge. Wenn Elysium erstmal erfährt, dass Deponia doch noch bewohnt ist, wird es keine Sprengung geben. Ja, und wir sind in Elysium. Wir wären Helden. Und alle sind glücklich. Genau. Na dann, worauf warten wir noch?